Nachhaltiges Handeln und das sind die Delegierten. So, also ich habe zwei Stände gebündelt an einem Stand. Einmal das soziale Zentrum Käthe. Das ist ein Wohnprojekt hier in Heilbronn in der Wollhausstraße, wo sich verschiedene Leute miteinander treffen, miteinander wohnen. Die haben auch ein Wohnhausprojekt, wo die ein soziales Wohnen leben und dort unter günstigen Bedingungen miteinander verschiedene Projekte gestalten, auch viele politische Projekte, und dort Räume zur Verfügung stellen für alle möglichen Gruppen. Zum Beispiel die Energeno hat sich teilweise dort getroffen, die Agenda 21 trifft sich dort, die Fridays for Future Bewegung treffen sich dort, um einfach eine Bündelung zu haben, wo Menschen zusammenkommen können, die zusammen was gestalten oder erleben oder verändern wollen. Und der zweite Bereich von meinem Stand ist die Baumpflege. Das bin ich selber als Baumpfleger und ich habe ein Gewerbe als Baumpfleger und würde gern eine Art Lobbyarbeit für Bäume betreiben, weil Bäume sehr, sehr wichtig sind in der Stadt. Und gerade im Bereich Klima, die Bäume uns einen Bärendienst erweisen, uns ganz viel helfen und man eigentlich nichts anderes machen kann, als ganz, ganz viele Bäume in die Stadt zu setzen. Und dafür stehe ich hier und versuche die Leute für Bäume zu begeistern. Ich fahre mit dem Lastenrad zu meinen Kunden. Ortstermine in Heilbronn mache ich komplett mit dem Fahrrad. Dann nehme ich meistens mein Geländerad, weil es ein Tick schneller ist. Und das Lastenrad nehme ich immer dann mit, wenn ich bei Kunden nicht entsorgen muss und vor Ort schneiden kann oder wenn ich zum Beispiel für die Stadt Obstbäume pflege und das Schnittgut von der Stadt extern entsorgt wird, bin ich mit dem Lastenrad unterwegs, weil es mich einfach ankäst, wenn man als grüner Beruf mit einem Auto durch die Stadt fährt und eigentlich nicht umweltfreundlich unterwegs ist. Und deswegen versuche ich mein Bestes und habe mir das Lastenrad geholt. Vor sonst Heckenschere, Laubgebläse und die kleine Top-Handle-Motorsäge läuft alles über Akku. Wird zu Hause an der Solaranlage geladen, im Optimalfall. Am 25.09. nächsten Freitag ist wieder Klimastreik in Heilbronn. Ja, ist alles bei dem Werkstatt. Hier mit Überreiche der Wohnungslosen hat eine kleine Überraschung für Sie. Ja, aber das ist ein bisschen die Vorteile. Ich habe eine neue Seite, eine Bremse gebraucht, bitte. Ja. Ja, geht schon. Ja, ja. Sprechen gut Deutsch. Sind Sie hier aufgewachsen? Nein, natürlich. Ich bin noch gar nicht lange im Verein selber. Ich habe ein Elektroauto. Also, ich bin die Birgit Brenner von der BUND-Ortsgruppe in Heilbronn. Ich bin die zweite Vorsitzende. Nachhaltigkeitstag in Heilbronn ist uns ganz arg wichtig. Der Bund ist immer dabei. Und wir möchten die Leute anregen, einfach sich Gedanken zu machen über ihren Alltag, inwieweit der Alltag unsere Natur beeinflusst und was sie da verbessern können an ihrem Alltag. Zum Beispiel heute haben wir das Thema Wasser. So schone oder spare ich Wasser? Da sollen sich die Leute Gedanken drüber machen, damit sie einen Stempel kriegen. Oder, wenn da nichts dazu einfällt, so vermeide ich Plastikmüll oder Müll generell. Das Heilbronner Brünnchen schon mal gemessen hier? Ja, war sehr gut. War gut? War sehr gut. Hat mit, ich glaube, 1 Milligramm Nitrat abgeschnitten. Also besser sogar wie das Heilbronner Trinkwasser oder wie das weiße Heilbronner Trinkwasser. Ich appelliere an die Bürger in Oetheim und überhaupt in der ganzen Stadt Heilbronn, auf allen Dörfern, dass die Wasserknappheit ist ganz schlimm, unsere Wasserressourcen, unser Wasser ist gefährdet, unser Ökosystem. Wir haben 53 gute Tipps vom Bund, wie man Wasser einsparen kann. Auch mal Wäsche zu sammeln, mal alle 10 Tage nur waschen. Der ökologische Fußabdruck. Ja. Und der zieht sich hier entlang. Da kann man nicht genug lesen, immer wieder neu. In der Mitte, die Seite. Also die Seitenfolge ist eine andere, aber ansonsten genau das Gleiche. Ist für die Leute hier eine Brille vergessen. Die da, ja, genau. Die Powerleserin. Sie fliegen bis zum Supergau. Ach nee. Ach nee, 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 nee. Das heißt anders. Ja, Kirche. Okay, und die Eingang.